dann vor der Tür, backst du schon dafür. Mit deinen kleinen 1, 2, 3 ist Funny Home schon dabei. Probier's doch einmal selber aus. Funny macht das Beste draus. Backen mit Miss Funny Home. Hallo ihr Lieben, hier ist eure Miss Funny Home. Heute mache ich mit euch eine leckere Mango-Biskuit-Torte. Der Boden ist wie gesagt schon ein Biskuitboden und ihr braucht dafür eine 24er Form. Ich mache das jetzt ein bisschen in einer anderen Form, aber grundsätzlich eine 24er. Und für den Biskuitteig braucht ihr 5 Eier, die könnt ihr schon vorher trennen. Wenn ihr nicht so bewandert seid mit Eier trennen, plupp, 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 könnt ihr das auch wirklich so machen, dass ihr die Eier kaputt haut, also anschlagt und dann alles auf die Hand gebt und das Eigelb immer vorsichtig rüberschwenkt in der Hand, klappt auch sehr gut. Oder einfach so rauslaufen, lasst das Eiweiß in die nächste Schüssel und dann das Eigelb in die andere Schüssel gibt. Also wer nicht gut Eier trennen kann, kann wirklich locker erstmal das aufhauen, das Ei in der Hand festhalten, das Eigelb und das Eiweiß in die Schüssel laufen lassen. Kann man sehr gut dann trennen. Wir brauchen also jetzt für unsere Biskuit-Torte 5 Eier getrennt. Eine Prise Salz, die brauchen wir immer, damit das Eiweiß schön fest wird. 125 Gramm Zucker habe ich hier schon. Ein Teelöffel brauche ich dann von dem Vanillinzucker. 75 Gramm fein gemahlene Mandeln. Was brauche ich noch? Eine Packung Vanillepuddingpulver und 50 Gramm Mehl. Das ist alles für meinen Biskuitboden. Und anfangen tun wir damit, dass wir den Ofen erstmal vorheizen auf 180 Grad. Oder wie ich mache es immer gerne auf Ober-Unterhitze 160 Grad und backe auf der unteren Schiene statt auf der mittleren eine tiefer. Aber grundsätzlich könnt ihr sonst auf 180 Grad das backen. Bei mir dauert es dann immer ein bisschen länger, dafür werden aber die Torten ein bisschen gleichmäßiger gebacken. So, Springform könnt ihr vorbereiten mit Backpapier und dann fangen wir jetzt an, das Eiweiß steif. Ich schlage jetzt als erstes das Eiweiß steif und dafür ist es ganz wichtig, dass diese Schüssel hier immer ganz fettfrei ist, dass ihr die also wirklich gut sauber gemacht habt vorher und aufpasst, dass da kein Fett drin ist, sonst ist es nämlich sehr schwer, das Eiweiß steif zu schlagen. Und das funktioniert auch nur gut mit einer Prise Salz. Jetzt werde ich aber erstmal anfangen zu schlagen und die Prise Salz füge ich dann kurz danach hinzu. Ich möchte also erstmal die Struktur zerstören und dann kommt das Salz hinzu. Als nächstes gebe ich hier, ich habe schon meinen Vanillinzucker mit zu dem Zucker reingetan, gebe ich das vorsichtig dazu und schlage das Ganze weiter. So, jetzt habe ich hier vorsichtig mein Eigelb untergehoben. Also vorsichtig einfach das Eigelb rein. Daher die leicht gelbliche. Und nun kommen die Trocknerzutaten. Daher habe ich den Quirl ausgemacht. Werde aber meine Trocknerzutaten trotzdem noch einmal kurz sieben. Dann werden die immer ein bisschen schöner. Das ist mein Mehl. Das ist mein Pudding. Das geht wirklich am besten mit einem normalen Haushaltssieb. Und einen Löffel oder nur gegenhauen, schütteln, wie auch immer. Das könnt ihr auch gleich in die Schüssel reinsieben, ist auch egal. Und ruhig auch die Mandeln durchsieben. Umso fluffiger und leichter wird der Teig. Man muss es nicht machen, wenn ihr keinen Sieb habt. Das ist absolut in Ordnung. Ihr könnt es einfach runtergeben. Ihr könnt es auch vorher in der Schüssel noch schön verrühren, wenn ihr möchtet. Das ist egal. Es sind nur so eine Verbesserungsvorschläge. Umso schöner wird der Teig. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Und so, also diese schöne gemahlene, gesiebte Masse hebe ich jetzt runter. Und zwar unterheben und nicht reinmixen.
Habe ich schon ganz oft gesagt, aber für die Leute, die das erste Mal meine Videos gucken, ist immer ganz wichtig, wenn ihr das jetzt weiter mit dem Mixer machen würdet, würde euch das ganze Fluffige, was ihr vorher angeschlagen habt, euer schönes Eiweiß und so weiter verloren gehen. Und es würde eher wieder sehr fest werden, eine sehr feste Masse. Und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja einen ganz leckeren, fluffigen Boden haben. Und daher, genauso beim Biskuitboden wie auch beim anderen Rührteig, schlagt ruhig erst immer die flüssigen Zutaten alle ganz schaumig und hebt dann auf jeden Fall immer die trockenen Zutaten vorsichtig nur unter. So, ich bin jetzt fertig und fülle das jetzt in meine Form ein. Wenn ihr dann eure Kuchenform einmal gefettet und dann mit Backpapier ausgelegt habt, eigentlich eure 24er oder wie ich eine kleinere und eine ganz kleine, dann könnt ihr diese natürlich schön füllen. Es geht also darum, dass sie auf jeden Fall, also durch das Puddingpulver schmeckt der super vanillig. So, den habe ich jetzt fertig und den backe ich jetzt. Und dann sehen wir uns kurz darauf wieder, wenn ich ihn füllen werde. Backen werde ich ihn jetzt ungefähr 25 Minuten, aber da müsst ihr immer die Probe machen. Wenn ich es mir ein bisschen niedriger stelle, also nur auf 160 Grad statt auf 180 Grad, wird er vielleicht auch 30 Minuten backen. Macht einfach die Probe. Bis gleich. Für die Füllung meiner Mangotorte brauche ich jetzt als erstes, ich brauche nachher noch ein bisschen mehr, aber jetzt als erstes brauche ich einmal Puddingpulver. Das habe ich hier drin schon eingefüllt. Hup, nehme ich mal weg. Einmal Puddingpulver. Dann nehme ich mir noch 4 Esslöffel Mangosaft extra. Dann brauche ich hier 300 Milliliter Mangosaft. Also 4 Esslöffel plus 300 Milliliter Mangosaft. Dann 2 Mangoschälen und kleinschneiden. Und dann noch ein 2 Zitronen auspressen. Das sind ungefähr 70 Milliliter Zitronensaft. So ungefähr in dem Dreh, also 2 Zitronen. Ja, und damit fangen wir jetzt erstmal an. Ganz einfach, wie man so Pudding kocht halt. So, für die Füllung also werde ich jetzt erstmal meine Mango, die ich klein geschnitten habe. Plus der 300 Milliliter Mangosaft. Ja. Und plus dem Zitronensaft, das werde ich jetzt aufkochen. Also das kurz auf dem Herd, auf hoher Hitze, bis es kocht. Ganz normal, wie man Pudding sozusagen fertig macht. Und währenddessen werde ich jetzt hier mir noch 4 Esslöffel Mangosaft reinfüllen. Das schön verrühren. Und dann natürlich zu der kochenden Masse geben. 1, 2, 3, 4. Das rühre ich mir am liebsten mit der Gabel, das geht eigentlich am einfachsten. Wenn euch das zu fest ist, gibt ein ganz bisschen mehr hinein. Das ist jetzt nicht das Problem. So, und jetzt warten wir ganz kurz, dass meine Mangomasse kocht. Ich wandere mit euch gleich mal zum Herd und dann machen wir sozusagen die Creme fertig. So, wenn das jetzt so aufkocht, wie es hier passiert, genauso soll es auch sein, dann ist der Zeitpunkt, um das Puddingpulver reinzugeben. Jetzt füge ich das Puddingpulver aufgelöst in meinem Mangosaft hinein. Ich rühre das gleich schön um. Also wundert euch nicht, auch mein Puddingpulver ist hier sehr fest. Deswegen nehme ich noch mal ein bisschen Flüssigkeit, um auch wirklich alles hier rauszukriegen. Es ist mir natürlich auch wichtig, dass aus meiner Schale alles raus ist. So. Und wenn man das jetzt vernünftig eingerührt hat, Entschuldigung, stellt man natürlich alles wieder rauf und lässt es noch mal kurz aufkochen.
weil die ganze Masse natürlich fest werden soll. Also entweder runternehmen und einfüllen, das kommt drauf an, wie schnell ihr seid. Oder so einfüllen und nochmal aufkochen lassen. So funktioniert es mit dem Pudding. Dann jetzt komplett runternehmen und etwas abkühlen lassen. So, die zweite Füllung meiner Mango-Torte nach dem Fruchtkompott, was ich gemacht habe, besteht aus Sahne. Ich habe hier 600 ml Schlagsahne, 25 Gramm Puderzucker, entweder die Schale einer Bio-Zitrone oder geriebene Zitronenschale im Paket und zwei Packungen Sofort-Gelatine. Es geht ganz einfach los. Ich fange an, die Sahne zu schlagen und währenddessen gebe ich jetzt aber auch alle Zutaten nach und nach dazu. So, es geht jetzt weiter. Ich habe hier meinen leckeren, tollen Biskuitboden. Den muss ich nun erstmal zweimal teilen. Hoffentlich. Ich hoffe, ich schaffe es. Der ist so fluffig und leicht. Das ist immer das Schwierige an so einem ganz leichten Boden. Da kommt schon kaum was raus. Ich glaube, ich werde ihn nur einmal füllen, leider. Meiner ist mir ein bisschen zu dünne geworden. So, ist auch nicht so schlimm. Also eigentlich solltet ihr den jetzt zweimal schneiden. Ich habe es bei mir nicht geschafft. Ich werde ihn nur einmal schneiden. Und gebe jetzt einen Tortenring rum. Und will ihn füllen. So, Tortenring. Ich habe meinen Mango-Kompott gemacht. Das gebe ich jetzt da rein. Das ist abgekühlt. Als nächstes kommt meine Sahne oben drauf. Wie gesagt, eigentlich die Hälfte der Portion und das dann in zwei Lagen. Bei mir jetzt anders. So, jetzt kommt mein Boden nochmal drauf. Nochmal eine kleine Ladung Zitronensahne rauf, damit mein Fruchtspiegel danach schön glatt liegt. Und das hier jetzt, wie gesagt, nochmal auf jeden Fall 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Und der nächste Schritt ist ganz einfach. Ich habe jetzt noch 250 ml Mangosaft, ungefähr 30 bis 50 ml Zitronensaft, also eine ausgepresste Zitrone. Oder Zitronensaft, das sind ungefähr 30 bis 50 ml. Eine Packung Sofortgelatine, die rühre ich jetzt einfach hier ein. Und damit mache ich mir einen schönen Fruchtspiegel. So, wenn ihr das fertig habt, ich habe jetzt hier meinen Kuchen, ich habe meinen Tortenring ein bisschen gelöst und habe ihn nach oben geschoben, damit ich oben meine Sofortgelatine verteilen kann. Und noch ein Hinweis, ich habe jetzt gerade Klümpchen in meiner Gelatine, weil ich natürlich diesen kompletten Berg einfach reingeschmissen habe. Ihr müsst natürlich sofort Gelatine langsam einrühren und langsam umrühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Ja, das Ganze gießt ihr jetzt hier schön drauf. Achtet darauf, dass es wirklich eng zu ist. Das wird jetzt euer Fruchtspiegel. Und das Ganze muss jetzt nochmal kühl stehen. Und zwar auf jeden Fall mindestens 2 Stunden. Ostern vor der Tür, backst du schon dafür? Mit deinen kleinen 1, 2, 3 ist Funny Home schon dabei. Probier's doch einmal selber aus. Funny macht das Beste draus. Backen mit Miss Funny Home.